Hallo und herzlich willkommen zurück zum Pixelmon-Projekt Drakanto. Ich bin hier noch am Meinen. Ich habe eigentlich, ja, recht vorwärts machen können. Es ist immer noch eine super Welt mit Diamanten. Hier sieht man gerade 15, aber ich habe noch mehr gefunden. Ja, 26. Also es ist, ja, schon gecheatet. Aber ich kann ja nichts machen, das liegt am Mod. Und auch jetzt im der Welt fernbleiben oder so kann ich ja auch nicht. Und deshalb finde ich auch das toll, dass es jetzt einfach noch ein bisschen schneller vorwärts geht. Und für mich eigentlich nicht schlimm, wenn es halt ein bisschen gecheating ist. Aber ja, das wird immer ein Projekt sein, wo halt Bauen und Pokémon trainieren ist. Und alles andere ist jetzt eigentlich nicht im Vordergrund, weil wir jetzt dann bald das 1.16 Snapshot, also nein, das ohne Snapshot, dann machen können. Es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis 1.16 rauskommt von Vanilla. Und ja, das neueste Snapshot, seht das Video davor, ist eigentlich sehr gut weit gemacht worden. Es gab jetzt Bastionen, also es gibt jetzt Bastionen, so schwarze Festungen, die eher viereckig sind und nicht so längs gezogen wie Nether-Festungen. Und jetzt gibt es aber nur mit Portale, also kaputte Portale, so alte Portale, wo man sich dann immer wieder zurück in die Overworld beamen kann. Finde ich recht geil. Weil jetzt man auch endlich mal ein bisschen Motivation bekommt, solche Sachen zu suchen. Nee, nicht hier. Weg da. So, die Blöcke. So. Und ja, also jetzt heute ist ein Levelpaar, deshalb machen wir hier mal fertig und gehen zum Ding, zum normalen Bild. So. Ja, wir haben viel vor, also wir wollen jetzt momentan uns auf Käfer konzentrieren, ist aber schwer, ist hier. Okay. Keine Ahnung. Leckt noch ein bisschen. Hört aber immer sehr schnell auf jetzt zum Beispiel. Okay. Also, dann legen wir mal ein paar Sachen raus. Nein, nicht so. So. Rauslegen. Die wir jetzt zum Beispiel hier reinlegen können. Wow. Über 64. Nein, 61 Diamanten. Okay. Noch nicht ganz 64, aber bald. Ja, hier noch alles auffüllen. Dann haben wir die Kiste, ja, mit den verschiedenen Steinen. Sehr gut. Legen wir kurz noch Tintenbeutel. Hier habe ich übrigens noch beschriftet, was welche Welt ist, also was die Besonderheiten sind. Und jetzt haben wir dann gleich alles fertig. Den lassen wir drin. Steine zum Notfall auch mal. Vielleicht ein bisschen Holz. Ja, wenn das nicht so braucht, Sticks wichtiger draußen lassen. Und gut. Dann könnten wir so langsam auch mal die anderen Sachen schmelzen, wie zum Beispiel Gold. Ich brauche sehr viel Eisen. Und Bauxit ist gar nicht mehr so, mal so gut. Ich tue jetzt Amethystenhammer mal ausprobieren für die Pokébälle. Aber sie sind noch nicht fertig. Haben wir noch Steine für den Knopf? Also, Steine für den Knopf. Und hier rein. Jetzt haben wir einfach noch die Eisenplatten nicht. Deshalb machen wir hier nochmals. Ja, geht ja nicht. Machen hier noch ein paar Platten. So. Und machen halt jetzt schon einen Hammer. Weil der andere ist kaputt gegangen. Also ich habe noch ein bisschen weiter gebaut. Ja, da brauche ich ein paar mehr. So. Amethystenhammer. Und dann die hier. Mal schauen, wie gut die gehen. Also der Hammer geht.
Okay. Ja, geht auch schnell kaputt. Wahnsinn, muss ich einen Diamanthammer herstellen? Ist ja unglaublich, wie schnell die Helme kaputt gehen. Kann man das in der Config noch einstellen? Das ist mir ein bisschen zu schnell, der Verschleiß. Das ist ja unglaublich. Alles nur Crap. Also ich schaue nach dem Part mal ein bisschen, dass ich den Hammer ein bisschen zäher machen kann. Das ist einfach für mich, ja, extremer Verschleiß. Da müsste man so extrem viel mal, ja, meinen, oder? Das ist nicht so gut. Naja, Amethysten auch relativ selten sind. Oder könnte man das in der Einstellung machen? Müssen wir gleich mal kurz schauen. Blütenpixel Attilis. Pokégeschenke mehrfach nutzbar, nein, das brauchen wir nicht. Wir wollen ja eigentlich das so Vanilla belassen wie möglich, außer ihr wollt es so. Ultra Space, kann man hier irgendwie. Nein, das ist weniger leckt, weil das leckt extremst in Ultra-Ding. Wie man das ändern kann, weiß ich leider nicht. Da müssen wir ein paar Grafikoptionen in Ultra-Dimension ausmachen. Ja, leider findet man jetzt gerade hier nichts. Was ein AFK-Handel? Oh, zum AFK mal. Pokeloot. Spawning Gens, ne, Spawning. Kann man leider nichts einstellen, was mit Ding zu tun hat. Allgemein vielleicht noch. Anzahl von Pokémon-Boxen. Könnte man da noch hochstellen? Das machen wir mal false. PC-Editor machen wir auch mal false. Save Ding und das möchte ich natürlich schon haben. Aber ich bin OP. Im Singleplay ist man, glaube ich, immer OP. Mitnahmerate könnte man vielleicht noch ein bisschen höher stellen, weil das ist sehr niedrig, aber es ist auch sehr Ding. Maximum Level 100, ja, das können wir dann auch irgendwann mal erhöhen. Können Pokémon verletzt werden? Falls, weil dann buggen sie nicht mehr so tot zu Tode in Blöcken. Ja, ich weiß nicht, wie man was macht, aber wir müssen momentan nicht so viel Verschleiß hart legen. Machen wir also einfach Eisen oder Bauxithämmer. Aber ja, der Verschleiß ist halt extrem. Aber immerhin haben wir jetzt genug Bälle. Fangen wir gleich mal an, die ersten Pokémon zu fangen, egal welche. Unser Snubbul hilft uns dabei. Das ist zwar so klein, dass es fast nichts optisch machen könnte. Aber ja, das möchte ich gerne dann als wirklichen ja, Custom Embassy erstellen. So, dann alle mal zusammencraften. Rest brauche ich ja nicht mehr. Ja. Okay, 20 Superbälle können wir herstellen, scheinbar. Oh, der Auge kann rechnen. Und 21 haben wir jetzt. So. Also.
Was machen wir jetzt? Die Angel mal zurücklegen und währenddessen noch ein bisschen ausschalten. Radfratz möchte ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Hier nochmal kurz alles pflücken. So, dann. Hier auch und hier auch. Ich habe ja ein bisschen ausgetestet, welche Spiele laggen mit diesen Einstellungen von OBS. Und es laggen relativ viele grafikanforderliche Spiele. Das hat einfach wieder zu schön, meine Grafik. Und ich habe mir so überlegt, dass ich jetzt mehrheitlich einfach Minecraft bringe, halt einfach diese zwei Projekte bringe, sobald 1.16 erscheint. Aber vor allem halt auch hier wirklich ein bisschen vorwärts machen kann. Und wir werden ja dann mal sehen, wie viel, ja, ich natürlich Projekte noch dazu machen kann. Aber Stone Shard geht noch weiter. Und ja, eventuell, wenn es geht, noch ein paar Wirtschaftssimulationen. So. Also, ja. Transportsimulationen. Also es ist einfach Transport Fever, das ich natürlich noch weitermachen möchte. Und noch andere Dinge. Also jetzt schauen wir mal, was wir so haben. Ich habe kurz diese eine Blüte, Lotus reinlegen. Jetzt gehen wir einfach mal in den Wald. Ich glaube, im Wald gibt es am meisten Käfer-Pokémon. Und nehmen diesmal einfach mal aus Spaß Flämli. Und schauen, ob's gewinnt. Also genug HP abziehen kann, ohne zu sterben. Das Hornlio haben wir. Ich möchte mir noch mal kurz eine Bulle anschauen. Nee, geht leider immer nur hoch, weil die andere Taste benutzt wird. Das ist ja winzig. Also Snubbels sind sicher ungefähr einen Block groß, oder? Oder ja, halb oder dreiviertel Block. Das ist ja extrem heftigst. Ja, leider gibt es hier zu wenig Pokémon gerade. Hallo, was seid ihr denn versteckt? Muss ich die Spawnrate noch mal herstellen? Baumpel, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt, aber messen wir schon fast. Ja. Tackle macht viel Schaden, weil es zwei Level höher, ah, drei Level höher ist. Ja. Können wir noch mal eins riskieren? So, schön mit einem Superball. Fangen. Wampel kann sich in zwei verschiedenen Endformen entwickeln. Eins ist Schalocco, also die Mittelform ist Schalocco, und das andere ist, kenne ich den Namen leider nicht mehr. Aber ziemlich genial. Dorfelder. Zwergälteste. Ein Visor. Haben wir jetzt noch nicht. Ja, ich sollte eigentlich die Sachen nicht mitnehmen. Pflanzen. Und Duste wäre doch etwas Geiles. Seepurzel natürlich. Und dann müssen wir leider schon heilen. Aber Geduld ist nicht so toll. Lieber zuerst fangen. Ja, so schnell wie möglich fangen. Ja, Hunduste ist doch nur ein Pokémon, das ich gerne ein bisschen trainieren möchte. Ja, aber gut. Riffchen. Nicht Hunduste, Hunduste ist das andere. Also der andere Hund aus der dritten Gen. Das glaube ich aus der. Nein, das ist auch aus der dritten Gen. Das Riffchen meine ich. Möchte ich eigentlich fangen. Klunk. Leider schon tot. Ein Tackle. Oh, ich hab's besiegt. Tut mir leid. Ich dachte, es wäre nicht so hochlevelig, ob es ist Level 9, oder? Ja. Ja, Kokuma brauchen wir natürlich nicht. Und Utut brauchen wir jetzt auch noch nicht.
Gerade ein bisschen überlegen, was es denn noch so für Käfer-Pokémon gibt, aber genügend. Nur es ist halt jetzt momentan Nacht und der Wald ist sehr klein. Da haben wir einen nackten, eine nackte Frau. 32er. Aber immer wie. Immer ohne Namen. Oh Gott. Aber der Mond ist aber sehr schön. Da haben wir einen Level 2 Trainer. Oh. Hey, bleib jetzt mal hier. Du Angsthase. Riff, durch akribische Recherche habe ich das perfekte Team gefunden. Ein Pokémon. Was, Garados? Nein, Ramaidon. Ah, das ist dieser komische Fisch. Oh nein. Dinosaurier. Man sieht kaum das Ding, das ist alles wie ein Fisch. Ja, ist nicht sehr wichtig. Ich wusste es, ja. Genau. Lieber schnell wechseln. Kanimani, du schaffst das. Du schaffst das. Was? Ah. Irgendwie wurde das andere Pokémon besiegt, habe ich das richtig gesehen? Biss. Ja, Raserei ist eigentlich cool. Silberblick, ich bin nicht so einer, der so auf ja, reduzierende Dinge setzt. Antikkraft, ja, das ist klar, dass die Pokémon, die zu groß sind, einfach zu stark sind für den Anfang. Das Lower Level. Ammonitas Level 7. Biss. Wieso kann ich jetzt... Manche Sachen sind nicht so erklärlich. Wieso hat jetzt das Pokémon ohne meinen Willen, meinen Einsatz... Ding eingesetzt. Eine weitere Attacke. Ist das auch wieder so eine Fähigkeit von einem Pokémon? Es gibt manche Fähigkeiten, die dem gegnerischen Pokémon, also unseren Pokémon dann erzwingen, dass sie nicht angreifen können oder ja, sich verletzen, wenn sie angreifen und so weiter. Oh, Nagellotz, oder? Ja. Möchte ich eigentlich auch fangen, aber wir müssen zuerst noch kurz in ein Pokémon senden. Im Dorf hat es keines, ich sehe nur einen Markt gerade. Hat er auch eins gegeben. Ja, so ein bisschen, ja, schwach sind wir noch. Wenn wir jetzt noch nicht so viele Pokémon auf einmal fangen können. Und hat immer wieder sehr viel Schaden bekommen, dadurch, dass wir Pokémon nicht sofort runter Stufe, also ganz Lowlife machen können. So, ja, das ist geglückt. Jetzt machen wir. Da ist noch eine Eisbeere. Schön texturiert sind die echt. Also viel weniger verpixelt. Mary Bells. Wuffles. Ich finde Wuffles eigentlich ziemlich schön als Pokémon. Also. Es nervt eher so mit der Stimme im Anime. Die Folge habe ich gesehen, wo Wuffles ja, zu Ash kam. Und mich hat das extrem gestört. Immer so Wuffles. Aber ja, ich möchte jetzt das nicht unbedingt so fangen. Wenn ich es jetzt noch nicht so nötig habe. Wir können dann noch eine Normalstadt machen, wo wir dann auch ein bisschen mehr von dem Ding und Eneko ist ja normal wirklich nicht mein Typ. Lieber ein Return. Ja, ein bisschen Übersicht fehlt, also ich kann jetzt nicht immer sagen. Ein Radfratz, hallo Radfratz, möchte ich natürlich fangen. Sehr schön. Aber auch viel Schaden kassiert leider. Aber das möchte ich fangen. Bitte bleib drin.
Ja, bis jetzt ist jedes gefangen worden. Was ist das? Ein Dicker wie Shrimpsat Bulubals. Okay. Vanilla Leaf. Das M1 dort, damit ich sehe, ja, die können dort spawnen. Deshalb nehme ich immer so viel mit, bis nur noch eins ist. Ja. Sehr schöne Sachen. Jasmin. Gut, Jasmin. Okay. Mietbärenbusch. Er hatte so gerade nicht die Pokémon, die ich vorgestellt habe. Soll ich den Part nennen? Die große Pokémon-Jagd. Bienenstock von Rustik. Ach, ein Kescher von Rustik wahrscheinlich. Dodo. Nice. Ja, aber es ist einfach zu nahe am Spawn. Ich möchte eigentlich da noch ein bisschen mehr Wildnis lassen. Nicht mehr so viele Pflanzen mitten in drauf. Auch wenn es dir ein bisschen Spaß macht, schon mal ein paar Sachen zu finden. Ab den nehme ich noch mit. Also flache Sachen brauche ich natürlich auch ein bisschen mehr. So ganz erdnahe Sachen. Ja. Aber immer noch leider kein Pokémon, das mir einfach nützt für den Anfang. Was ist denn das? Wildbierbär. Die hat auch irgendwas gemacht. Physisch geheilt? Freeze hat es geheilt, okay. Ja, bis jetzt haben wir nichts gefunden. Ah. Rosellbeere. Oh, der Osterhase ist hier. Was bist du für ein Level? So, Level 100? Ich möchte dich fangen. Level 15, oh, das wird hart. Sehr gut. Sah nicht treffen lassen. Sehr gut, Burnet. Noch mehr Rauchwolken. Ja, genau. Ja. Ich könnte jetzt schon fangen, oder? Ich hoffe, er bleibt drin. Aber einen Riesenskoppel möchte ich haben. Das ist wichtig. Ich brauche den Osterhasen. Ja, schon gefangen. Wunderbar. Super. Wunderbar. Wunderbärchen. Ein Abra könnte ich eigentlich auch direkt fangen, aber nicht so ein hochleveliges. Da wollen wir lieber ein tiefleveliges haben. Tieflevelig. Ha. Okay, das brauche ich. Aber nicht so viel. Können wir wieder anpflanzen. Ja. Gehen wir wieder zurück. Ja. Wir haben zu viele Pflanzen mitgenommen. Okay, wirklich einen tollen Wald. Jetzt müssen wir einfach noch mehr Wald finden. Wir könnten in diesem Part noch ein bisschen erkunden im Ozean. Ja, die wir es natürlich auch noch Zeit. Kannst du noch einen Tackle aushalten? Noch nicht. Ja. Damit es rot ist. Was heilt sich wieder? Das ist nicht so gut. So, jetzt aber lassen wir das einfach gelb. Das wird schon reingehen. Nein, es ist raus. Okay, das erste Poké, das wieder raus ist. Ausgewichen. Nochmals ein Tackle. Ja, jetzt ist er besiegt worden. Dann setze ich lieber noch
Wampel ein und Giftstachel. Ja, eben, es heilt sich natürlich wieder sehr schnell. Vergiftet. Wie kann man einen Wampel vergiften? Nee. Ah, Mann, diese Synthese, ey. Hat der jemand gern Endivien-Salat? Das ist für mich viel zu bitter. Was? Wie Synthese kann das einsetzen? Ich glaube, die Weten-Pokémon haben unendlich AP. Ist nicht so gut. Also jetzt muss ich unbedingt hier. Kratze, einfach kratze. So, jetzt müssen wir ein Superball nochmal einsetzen, weil ich kann das nicht riskieren, all meine Pokémon tot zu machen. Ah, ganz knapp. Hey, hallo. Ich wollte eigentlich Superball einsetzen. Wieso sind die normalen Starter-Pokémon immer so schwer zu fangen? Unglaublich. Was hat das für einen Grund? Jetzt bitte, bleibt drin. Was? Ja, sicher ein Volltreffer. Mist, ey. Unglaublich, ey. So eine Verschwendung. Eieieiei. Oh, das ist eine schöne Blume. Eine Wasserlilie, eine rote. Die lasse ich drin, weil wir haben jetzt sowieso zu viel. Schon im Inventar. Ich möchte jetzt nicht immer so viele im Inventar haben. Da ist aber etwas noch Unsichtbares. Schöne Schuppe, okay. Ja. Dann, nehmen wir noch einen Botanus-Bar mit. Das ist natürlich wichtig. Ich will Botanüsse haben. Ich weiß nicht, wie die schmecken, aber wahrscheinlich sehr gut. Nach Butter. Ja, danke schön. Da haben wir diesen Farn wieder. Möchte ich gerne. Ich glaube, hier sind wir schon mal durchgelaufen. Das sehe ich an. An der Wabe halt, Binnenwabe. Also es gibt irgendwo noch eine zweite, aber ich denke eh nicht. Also ich erinnere mich sehr gut, also, dass wir da noch schon durchgelaufen sind. Okay. Ziemlich schön. Aber ja, wir müssen natürlich auch auf den Kistenplatz schauen und so weiter. Blaue Oak Leaves. Nicht zu viel mitnehmen. Einfach mal ein bisschen konzentrieren auf Pokémon. Ah, Plasl. Minon. Ich sag Plasl. Nein, es ist Minon. Natürlich. Ja, wir müssen sowieso zum Pokémon Center zuerst. Mist. Wir haben alle unsere Pokémon wieder besiegen lassen. Ja, drei kampfunfähig. Wir müssen natürlich die schnellstmöglich retten. Die könnten ja noch sterben. Ganz sterben. Ich finde es toll, dass die Pokémon nie sofort sterben, außer im Anime. Also, dass sie nie tot sind im eigentlichen Sinn, sondern nur immer kampfunfähig. Aber sind natürlich schon ein bisschen pussyhaft für Kinder gemacht. Jo, okay, dann machen wir im nächsten Tag einen Part, dann halt eine Reise, weil ich noch ein paar Bäume suchen möchte. Oder ich mache das einfach mal selber. Und machen wir dann im nächsten Part eigentlich das, was wir ja, schon längere Zeit weitermachen wollten, das Haus weiterbauen. War der Part vor zwei Parts.
Schon einige Zeit her, also sicher schon eine Stunde her. Für euch, für mich natürlich nicht. Wir werden dann sehen, worauf ich Bock habe, also ob ich jetzt noch Zeit habe, überhaupt zwischen dem Part noch Dings. Ja, ich denke, den nächsten Part werden wir ein bisschen erkunden. Ich hoffe, es interessiert euch auch, weil eventuell werde ich dort auch Pokémon fangen können und etwas Tolles finden. Ja. Ich hoffe es jedenfalls. Ist das jetzt hier Blue Oak Leaves? Ja, also mussten wir den Baum eben doch nicht mitnehmen. Also wir haben ja nicht mitgenommen. So, ich packe die Sachen aus in die Truhe und pflanze da einen Baum hin noch. Tschüss!